Hallo Leute, heute habe ich 10 Tipps und Tricks in Among Us, wovon auch einige für bereits erfahrene Spieler interessant sind. Schaut auch gerne meine anderen Videos und Gameplays an, viel Spaß! Diese Task im Reaktor ist lediglich ein Dummy und kann nicht gemacht werden. Also wenn ihr jemanden dabei seht, wie er sich da hinstellt, faked er die Task zu 100% und ihr könnt sicher sein, dass er der Imposter ist. Um den Imposter beim Wenden zu erwischen, kann man sich in einem Nebenraum von einem Vent platzieren. Zum Beispiel in Storage, um in Admin reinzuschauen, oder in Camps, um Medbay zu beobachten. Man sieht, wenn der Vent auf oder zugeht. Wenn man in Camp steht und den Vent bei Medbay sieht, kann man auch schnell in die Kamera über Medbay schauen, um zu sehen, wer dort rausläuft, und man kann sich sicher sein, wer der Imposter ist. Viele von euch haben auch Probleme mit dem Card-Swipe. Die einen machen es zu langsam und die anderen zu schnell. Da gibt es aber einen ganz einfachen Trick, und zwar nimmt ihr die Karte und swipet sie 3 bis 4 Mal schnell hin und her, und das war schon. Wenn man die Map bei Admin beobachtet und 2 Spieler in einem Raum stehen, kann man, wenn man Glück hat, einen Kill sehen. Wenn wie hier zum Beispiel in Cafeteria jemand getötet wird, wird für einen kurzen Moment nur 1 Spieler angezeigt. Allerdings könnte es bei einem guten Timing auch einfach jemand sein, der aus dem Raum rein und wieder rausgeht. Also geht man am besten noch nach einer Leiche schauen, bevor man jemand Falsches rauswirft. Wenn ihr jemanden am Anfang der Runde dabei beobachtet, wie er im Admin den Upload macht, dann könnt ihr hundertprozentig sicher sein, dass dieser die faked, da ihr zuerst auf jeden Fall einen Upload in einem der anderen Räume machen müsst. Wenn das Game startet, könnt ihr auf den Ladescreen klicken, damit dieser schneller weggeht. Dadurch startet ihr ein wenig früher ins Spiel als die anderen und könnt euch in Position bringen, ohne dass die anderen euch dabei sehen. Wenn ihr jemanden dabei beobachtet, wie eine Task macht, die nur aus einem Teil besteht, wie zum Beispiel der Cardswipe, könnt ihr oben links auf dem Taskbalken achten, ob dieser hochgeht oder nicht. Falls nicht, könnt ihr sicher sein, dass dieser die Task gefaked hat, und ihn über den Emergency-Button reporten. Wenn jemand Light sabotiert, könnt ihr trotzdem noch die Kameras normal benutzen und jemanden bei einem Kill erwischen. Wenn ihr mit euren Aufgaben fertig seid, könnt ihr euch in einen anderen Spieler reinstellen, sodass man euch kaum noch sieht. Wenn der Imposter dann kommt, um jemanden zu töten, wird man hundertprozentig sehen können, wer es war. Ein letztes kleines Detail, worauf man achten kann, ist, in welche Richtung der Spieler schaut, wenn er aus Medbay rausläuft. Wenn der Spieler eine Task gemacht hat, wird dieser wahrscheinlich nach links schauen beim Rausgehen, da er, um in die Richtung zum Ausgang zu kommen, vorher nach links laufen musste. Wenn der Spieler allerdings nach rechts schaut, besteht die Chance, dass dieser aus dem Vent gekommen ist und von da aus erstmal nach rechts in Richtung Ausgang gehen musste. Ich hoffe, das Video wird euch in Zukunft in Game helfen. Ich würde mich über ein Abo und ein Like freuen. Schaut auch gerne mal auf meinem Twitch-Channel vorbei, wo ich regelmäßig streame. Ciao!